Ja, zwei Menschen haben Durst. Durst nach Leben. Nach Leben, das sie nicht nur so oberflächlich irgendwie haben, sondern nach einem Leben, das sie tief in ihrem Inneren spüren können. Jeder auf seine Weise kämpft und sucht irgendwie nach diesem Leben. Und muss dann doch feststellen, dass er es nicht finden kann. Und keiner ist da, der ihm sagt, hallo, hier geht's lang, hier kannst du es finden, dieses Leben, das du suchst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, als Sie das gerade gesehen haben. Auf mich hat das eher beklemmend gewirkt, das zu sehen. Das ist frustrierend, entmutigend. Da sind zwei Menschen, die mitten in einer Gesellschaft leben, die sich selbst und das Leben feiert. Jeder auf seine Weise. Sei es in der Kneipe, mit den Kumpels oder auf dem repräsentativen Anwesen am Starnberger See mit den Geschäftskollegen. Sie feiern und sie sind doch in ihrer Sehnsucht nach dem Leben alleingelassen. Das Feiern wird oberflächlich. Es schmeckt schal. Und es ist eine interessante Beschreibung für das Lebensgefühl vieler Menschen heute. Wir feiern wie nie zuvor. Und wir erfinden immer neue Formen des Feierns. Und wenn das Ganze dann noch medial befeuert wird, dann ist plötzlich eine ganze Nation am Feiern. Wir feiern wie nie zuvor. In unserem Bibelabschnitt für heute stellt Jesus sich mitten hinein in eine feiernde Menschenmenge. In aller Öffentlichkeit ruft er es laut in die Menschenmenge hinein: Hier könnt ihr es finden, das wahre Leben. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium in Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das Fest, von dem hier die Rede ist, es hieß ja hier gerade am höchsten Tag des Festes, dieses Fest ist das Laubhüttenfest. Wie beim Passafest auch, ist die Stadt Jerusalem gesteckt voll mit Pilgern. Menschen, die an diesem Fest teilnehmen wollen. Was war das Besondere an diesem Fest? Das Fest hatte zwei Bedeutungen. Einmal hat sich beim Laubhüttenfest das Volk Israel daran erinnert, dass Gott es durch die Wüste geführt hat. Das war ja eine Reise von 40 Jahren und 40 Jahre lang hat das Volk Israel da in Zelten geschlafen. Das war alles hin und wieder auch ziemlich improvisiert. Und deswegen bauen sich bis heute Juden aus Anlass dieses Festes kleine Hütten aus Zweigen und schlafen in diesen Hütten. Kann es ihnen passieren, dass sie in Tel Aviv, in einer modernen Großstadt, auf dem Balkon von einem großen Mehrfamilienhaus
diese kleinen Laubhütten sehen und Menschen darin schlafen, bis auf den heutigen Tag. Und zum anderen bittet das Volk Israel Gott um den so wichtigen Regen. Der Frühregen und der Spätregen waren lebensnotwendig für das Volk Israel. Und dazu wird dann eine besondere Zeremonie gefeiert, auf die werde ich gleich noch besonders eingehen. Denn sie hatte etwas mit dem Durst, den man in der Wüste empfindet, und mit lebendigem Wasser zu tun. Jesus gebraucht dieses Fest, um die Menschen im Tempel einzuladen. Er lädt sie ein, das Geheimnis des Glaubens zu entdecken. Das Geheimnis der Gemeinschaft mit ihm. Und der Schlüssel zu diesem Geheimnis ist er selbst und sein Wort. An drei Punkten möchte ich mit Ihnen gern diesem Geheimnis etwas näher kommen. Erstens, nur wer Durst hat, braucht Wasser. Zweitens, kein Glaube ohne Bibel. Und drittens, der Bibel glauben, was sie verheißt. Erstens also, nur wer Durst hat, braucht Wasser. Das Volk Israel hat in der Wüste lebensnotwendig Wasser gebraucht. Und auch in der Landwirtschaft war es auf Früh- und Spätregen angewiesen. Und deswegen gab es bei diesem Laubhüttenfest damals im Tempel ein ganz besonderes Ritual, das jedes Jahr wiederholt wurde. Der hohe Priester ging in Jerusalem hinab zum Teich Siloa. Dort wurde er mit mehreren Fanfarenstößen festlich empfangen. Und dann hat er aus dem Teich Wasser geschöpft. Dieses Wasser trug er hinauf in den Tempel. Auf dem Altar war dann eine Silberschale befestigt. Und er hat dieses Wasser und die gleiche Menge auch an Wein hineingefüllt. Und dieses Wasser lief dann durch ein Röhrensystem hinunter bis ins Kidrontal. Und begleitet wurde diese feierliche Zeremonie vom Lobpreis der Gemeinde. Die Gemeinde, die dort mit dabei war, hat die sogenannten Hallel-Psalmen gesungen, Psalm 113 bis Psalm 118. Die heißen deswegen so, weil da ganz oft das Wort Halleluja drin vorkommt. Der Priester zitierte dann die Worte aus Jesaja 12, Vers 3. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. An den 7 Tagen des Laubhüttenfestes durften die Männer gemeinsam mit den Priestern den Vorhof der Priester betreten und in diesem Vorhof stand der Altar. An jedem Tag dieser 7 Festtage sind die Männer dann mit den Priestern gemeinsam mit Palmwedeln in der Hand um diesen Altar herumgezogen einmal. Am 7. Tag dann aber haben sie den Altar gleich 7-mal umkreist und dazu gesungen. Und der Priester vollzog das Wasserritual. Es war ein ganz besonders feierlicher Moment voller Freude, Dankbarkeit und Anbetung und Erwartung auch. Und genau in diese Situation hinein, mitten unter diesen feiernden Menschen, sagt Jesus dieses Wort. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Er macht damit klar, dass er derjenige ist, der diese große Verheißung erfüllt, die der Priester jedes Jahr neu sagt. Ihr werdet mit Freuden schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Und Jesus sagt, ich bin's, kommt zu mir, trinkt vom lebendigen Wasser von mir. Etwas vom Schlimmsten,
was uns in unserem Leben passieren kann, ist, dass wir selbstzufrieden werden. Dass wir keinen Durst mehr haben. Denn dann haben wir die Grundlage, eine Grundlage unseres Menschseins verloren. Denn das ist es, was uns Menschen ausmacht, dass wir Durst verspüren können. Nicht nur körperlichen Durst, sondern Durst nach Leben verspüren können. Im ersten Buch Mose, bei der Schöpfung der Menschen, heißt es, dass Gott uns als lebendige Seele erschuf. Und das Wort, das hier im Hebräischen für Seele steht, ist das Wort für Kehle. Also das Wort für den Teil unseres Körpers, wo wir Durst verspüren können. Das heißt, es zeichnet uns als Menschen aus, dass wir durstig sind. Dass wir Durst verspüren können. So wie es in Psalm 42 ausgedrückt wird. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Wann werde ich endlich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Es ist keine Schande, Durst nach Leben zu haben, Durst nach Gott zu haben. Im Gegenteil. Es ist das, was unserem Leben Wert verleiht. Søren Kierkegaard, der große dänische Philosoph, hat es einmal so formuliert: Gottes zu bedürfen ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Ich sage es nochmal: Gottes zu bedürfen ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Solche Menschen ruft Jesus zu sich. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Haben Sie Durst? Durst nach Gott? Durst nach dem Leben, das von Jesus ausgeht? Und das ist jetzt bitteschön nicht die Frage nach dem Sahnehäubchen. Es ist nicht die Frage, was fehlt mir denn noch zu meinem Glück? Vielleicht könnte Jesus da mithelfen. Was brauche ich noch obendrauf? Nein, dieser Durst, den wir empfinden, der stellt uns die Frage nach unserer Bestimmung. Wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Was erfüllt mich wirklich? Und mit eben dieser Sehnsucht, mit diesem Durst in unserem Herzen, können wir zu Jesus kommen. Er will das, er lädt uns dazu ein. Aber was heißt das nun konkret? Und mit dieser Frage, was das konkret heißt, sind wir beim zweiten und beim dritten Punkt. Die letzten beiden Punkte entstehen aus zwei unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten des griechischen Urtexts. Wir können sagen, mit der Luther-Übersetzung von 1984, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Oder wir können mit der 2017er Luther-Übersetzung sagen, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen.
Die erste Übersetzung bezieht sich auf die Art, wie wir glauben sollen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Die zweite Übersetzung bezieht sich auf das, was uns die Bibel an Verheißungen vorhält. Wer an mich glaubt, von dem werden, wie die Schrift sagt, wie die Schrift es verspricht. Zweitens also, kein Glaube ohne Bibel. Martin Luther hat das selbst erfahren und festgehalten, so als Merkvers praktisch. Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Allein die Schrift, sola Scriptura. Durch die Bibel redet Gott zu uns. Durch die Bibel berührt er unser Herz. Das ist dem Luther ja selber so gegangen. Durch das Studium der Bibel hat er den gnädigen Gott gefunden, nachdem er so lange gesucht hatte. Verzweifelt an sich selbst und an seiner eigenen Verlorenheit hat er die Bibel befragt. Und dort hat er zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Hat Frieden gefunden, Vergebung seiner Schuld. Er hat es einmal so zusammengefasst. Ich bin würdig gewesen, dass mich Gott, mein Schöpfer, aus nichts geschaffen hat und in meiner Mutter Leib gebildet. Ich bin würdig gewesen, dass er mich durch seines eingeborenen Sohnes Tod erlöst hat. Ich bin für würdig erachtet, dass der Heilige Geist mich über Christus, Gottes Sohn, belehrt hat und Lust und Liebe zum Evangelium in mein Herz gegeben hat. Ich bin für würdig erachtet, dass ich durch göttlichen Beistand in so viel Anfechtung, Gefahr und Widerstand erhalten wurde gegen Satan und die Welt. Ich bin für würdig erachtet, dass mir Gott bei ewiger Ungnade nachdrücklich geboten hat, durch Christus an keinem dieser Punkte und an seiner Gnade und an seinem Vaterherz irgendwie zu zweifeln. Darum will ich, Herr, deiner Werke gedenken und betrachten die Geschäfte deiner Hände. Kein Glaube ohne Bibel. Drittens, der Bibel glauben, was sie verheißt. Wissen Sie, was mich an Jesus fasziniert? Wenn er Menschen begegnet, dann sieht er in ihnen immer zuerst das, was er aus ihnen machen möchte. Ein Zachäus etwa, der wurde von Jesus nicht auf seine Schuld angesprochen. Jesus hat sich bei ihm eingeladen, er hat mit ihm gefeiert und dann sagt er plötzlich über diesen Mann, der ihn nun wirklich die schlechtesten Voraussetzungen für einen frommen Lebenswandel hatte. Er sagt über Zachäus, diesem Haus ist heute Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Das hat mich als jungen Menschen vor über 30 Jahren dazu bewogen, Jesus mein Leben anzuvertrauen. Und mich auf den Weg zu machen, ihm hinterher. Es war genau dieses Bibelwort, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, das mich damals angesprochen hat, diese Verheißung. Ich frage mich bis heute, warum Jesus ausgerechnet mich da angesprochen hat. Warum er ausgerechnet mich zu sich gerufen hat. Aber ich will diese Verheißung glauben. Ich will sie ernst nehmen und ich bin froh, dass es die Verheißung ist, die Jesus ausspricht. Er steht in der Verantwortung, diese Verheißung wahrzumachen. Und er braucht dazu nicht meine Fähigkeiten und Gaben oder sonst irgendwas, sondern er
wird diese Verheißung wahr machen. Weil er es ist, der das versprochen hat. Ich will erleben, wie er das wahr macht. Ich will, dass von diesem Leben Leben ausgeht. Ströme lebendigen Wassers. So wie er das will. Jesus hat diese Verheißung und noch viele andere in der Bibel uns geschenkt. Und ich lade Sie in seinem Namen herzlich dazu ein, dass Sie die Bibel aus diesem Blickwinkel lesen. Welche Verheißung will Jesus mir schenken? Was will er mir geben? Vielleicht mit dieser Erwartungshaltung. Herr Jesus Christus, schenke mir ein Wort von dir. Schenke mir ein Wort, auf das ich mein Leben stellen und bauen kann. Ich will mich darin üben, dir zu vertrauen. Wenn nur dein Wille in meinem Leben geschieht. Amen.